Die Antarktis, die höchste, kälteste und trockenste Wüste der Welt. Jeder Fehler wird gnadenlos und erbarmungslos bestraft. Es ist eines der letzten großen Abenteuer auf unserer Erde. Zu Fuß zum Südpol. Fast minus so 37 Grad. Schon ein wahres Gemetzel. Und das Aufeinandertreffen zweier alter Rivalen. Österreich gegen Deutschland. Die Österreicher angeführt von Doppel-Olympiasieger Hermann Mayer. Das ist der Vorteil, wir denken nicht nach. Man muss es einfach auf sich zukommen lassen. Das ist das Wichtigste. Und Ö3-Mikromann Tom Walleck. Leiden gehört dazu, um besondere Freude erleben zu können. Mit dabei im Kampf gegen Kälte, Sturm und Eis sind Alex Serdjukow und Sabrina Grilic. Ich habe jetzt auch noch gefragt, ob man da wahnsinnig sein muss. Naja, muss man nicht, aber es hilft. Im Wettstreit gegen ein hochmotiviertes deutsches Team. Aber wir wollen die Lösung zeigen, wo wir haben. Allen voran TV-Moderator Markus Lanz. Von dem Gedanken, hier ein Rennen gewinnen zu wollen, sollten wir uns, glaube ich, verabschieden an der Stelle. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. In einer der lebensfeindlichsten Landschaften der Welt. Jeder Schritt, den ich vorwärts mache, bringt mir einen Schritt. Leider noch hart. Die Wettkämpfer gehen an ihre Grenzen. Wenn sie mich kaputt machen wollen, dann sollen sie es so machen. Und darüber hinaus. Das Schießen ist die Heiligung, wenn ich irgendwas erlebt habe. Der durchmachte Moment für uns alle vier wäre, wenn wir zum Südpol kommen und dort wache ich schwarz und gold. Es ist der Wettlauf zum Südpol. Kilometer um Kilometer marschieren die deutschen Wettkämpfer durch die einsamen Weiten der Antarktis. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat das Team nun Tritt gefasst. Man hat sich das vorgenommen und jetzt muss man durch. Wir haben jetzt den sechsten Tag und merkt schon, dass das Team zusammengeschweißt ist. Die Claudia geht's besser und es funktioniert, aber die Kräfte sind schon an der Grenze. Der Wettlauf im ewigen Eis zwischen den Teams aus Österreich und Deutschland ist in vollem Gang. Die ersten 200 Kilometer bis zum Checkpoint haben die Wettkämpfer beinahe hinter sich. Doch nun sind es noch weitere 200 Kilometer bis zum ersehnten Ziel, dem Südpol. Hermann Mayer und Ö3-Mikromann Tom Walleck sind mit dem Schlittenhundeführer Alexander Serdjukow und der Berufssoldatin Sabrina Grilic unterwegs. Alle Teilnehmer haben bereits gewaltige Strapazen hinter sich. Es sind da große Belastungen und man muss natürlich schauen, man muss es ein bisschen einteilen. Neben kluger Strategie und körperlicher Stärke kommt es vor allem auf den Teamgeist der Gruppen an. Ich habe den mehrmals gesagt, dass die zu schnell sind, aber anscheinend stört sie das nicht. Das ist, aus meiner Sicht ist das kein Team. Die Taktik der Österreicher ist, die Ruhezeiten so kurz wie möglich zu halten, um so einen Vorsprung herauszuholen. Ich habe gar nicht geschlafen. Und wir haben vielleicht eine Stunde. Das ist relativ wenig. Im Team der deutschen Wettkämpfer brechen immer wieder Konflikte auf. Wenn du mich fragst, ist für mich das Rennen jetzt an dieser Stelle zu Ende. Doch auch die Österreicher haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich werde noch den Arzt aufsuchen. Ich habe auf den Fingern einige Frostbeulen. Der Midway Checkpoint ist ein Camp, in dem die Wettkämpfer 12 Stunden Pause machen müssen. Jetzt ist auch Zeit, sich von Teamarzt Michael Reiner medizinisch untersuchen zu lassen. Bist du wer daheim? Grüß dich. Du hast Blasen gekriegt. So, das haben hast wir. Hast du das von Anfang an drauf? Nee, das habe ich drauf gehabt gestern. Gestern.
Gestern, wie das zum ersten Mal ein bisschen zwickt hat, habe ich das draufgeklebt. Wo tut's weh? Naja, eh da. Eher unter, oder? Nein, da. Schau. Da? Da, ja. Also ich sehe jetzt nicht direkt zu, gell? Ist das alles ein bloßen Trench, oder? Naja, gewesen nicht, ist entstanden. Dann kann ich das Pflaster lauern, dann jetzt zum genau schauen. Wie groß war denn die gestern? Ja, nimm's runter, machen wir's auf. Du hast nachher wieder eine auf. Ja. Hast du sowas? Das ist ja gar kein Blasen. Au! Was ist das? Gespollene Achillessehne. Tut das weh? Nein. Ist das die Haut oder gar nichts? Das ist echt die Achillessehne. Das ist die Achillessehne, oder? Schaut so her. Wenn ich da drauf drücke. Ah! Da? Ja, da tut es weh. Konditionell musste ich nicht an meine Grenzen gehen, ganz sicher nicht. Für mich war eher die Komponente der Kälte, die mentale Herausforderung und des immer andauernden Wettkampfs, dass man immer gewusst hat, es geht immer weiter, noch ein Tag. Und das zehrt dann schon irgendwann. Dann schlägt für Alex die Stunde der Wahrheit. Kann er weitermachen oder ist für ihn der Wettlauf zum Südpol auf halber Strecke zu Ende? Ja, wie gesagt, es ist halt alles so bumstig. Und ich habe nachgedacht, ob ich halt will. Und darum habe ich auch schlecht geschlafen, muss ich sagen. Wenn du da so stur bist oder so wie ich überhaupt ein Stursinniger bin, gell? Und ich gehe weiter und ich sag mal, so wie ein Toni Martin, der 30 Jahre Erfahrung hat, der sagt, wenn du da weitergehst, der Körper konzentriert sich auf die Erhaltung anderer Systeme und nicht auf das. Und er meint es so ziemlich zu 100%, dass einer dann fällt, gell, und dann das arbeitet halt in der Nacht. Ja. Das ist, wenn du sagst, man, das ist sicher was Einzigartiges, was wir da erleben, aber ist es wert, dass du riskierst, dass du einen Finger verlierst, gell? Weil ich bin 38 Jahre und ich hätte mal gerne Familie und alles und andere Sachen einen, ne? Ja. Und dass du noch mal sagst. Darum wäre für mich wichtig, dass man das jetzt einmal ein bisschen, dass ich auch weiß, weißt du, was du wieder sagst. Ich schwank nämlich schon wieder ein bisschen so, weißt du? Ich fühle mich fürs Team schon mitverantwortlich, weißt du? Jetzt ist keiner da, der kocht, es ist keiner da, der harzt. Es ist, ich habe gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, der Herr mir gestern hat gesagt, schon her, du bist in keinster Art und Weise ein Klotz am Bein, weil ich gesagt habe, schon her, Burschen, ich muss immer einen Handschuh haben. Für mich muss die Burka aus- und eingeräumt werden. Für mich muss bei der Pause der Tee eingeschenkt werden. Wenn ich im Freien sitze und ich schiebe einmal über, ist es gelaufen. Das ist ein Wettlauf. Das Einzige, was ich tun kann, ist die Burka ziehen. Und dann bin ich schon fertig. Ich kann nichts machen. Und es ist ja so. Wenn der Hermann sagt, es ist nicht so, nachher sagt er das höflichkeitshalber. Aber wenn du genau überlegst, weißt du es ja, wie hast du gesagt? So ist es. Das ist die Realität. Das ist so. Ja, aber und das ist jetzt für mich auch nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, dass du das lassen sollst, ist einfach, weil es gefährlich ist. Hast du vom Gefühl her jetzt eine Veränderung gemerkt? Ja, steifer. Steifer? Ja. Wie weit geht denn jetzt die. Heute du zum Beispiel der, wo ich den Platz habe. Die Sensibilität, dass du das spürst, kannst. Ja, drückst du mal irgendwo? Ich druck einfach einmal. Das spürst du, oder? Ja. Und da? Bist du schon bamstig? Da ist schon bamstig. Ja. Da? Nein, da ist nichts. Den hat er zum Beispiel gestern gar nicht angezeichnet, aber der ist auch bamstig. Mittelfinger. Siehst du das jetzt? Ja, das helle Weiße. Siehst du das komplett. Was angezeichnet war? Weißt du das noch, wie? Ja, das ist erinnern, viel größer geworden. Viel größer. Ja. Nein, Alex, da. Machen wir jetzt gar nicht mehr diskutieren, ob mitgehen oder. Ja. Ich glaube, das ist ausgesprochen, gell? Passt, Michi, danke. Das ist wirklich ein Volltreffer. Der trifft dich nicht nur da, der trifft dich, oder nicht nur im Herz, der trifft dich überall. Das ist einfach, also mit der Bratzeiten kriegst du eine mit. Du bist nur dazu so knapp, wir haben mehr als die Hälfte. Es wäre jetzt eigentlich, ist jetzt alles eingespielt, es wäre Routine, wir hätten das heimspielen. Und jetzt muss ich den Haufen aber leider im Stich lassen. Ne?
Im Moment haben wir die Erfrierung unter Kontrolle und wir können ihn so versorgen, dass er alle seine Finger behält. Würden wir ihn im Rennen belassen, so besteht die Gefahr, dass sich alles dramatisch verschlechtert. Wir haben uns deshalb entschlossen, ihn aus dem Rennen zu nehmen. Im Moment schläft er, er ist extrem erschöpft und das ist auch einer der Gründe, warum das passiert ist. Tatsächlich hatte Alex während der vergangenen Tage mit allen möglichen Schmerzen gekämpft und war dennoch unerschütterlich weitermarschiert. Sabrina macht sich Vorwürfe. Wir hätten viel besser auf Alex schauen müssen. Und nicht nur zulassen, okay, er sagt, es geht ihm gut. Er ist so 38 Jahre alt, aber es ist trotzdem eine Ausnahmesituation auch für ihn gewesen. Und da hätten wir einfach besser oder anders reagieren müssen. Während Alex schläft, nutzt Hermann die Zeit, um die Bindung der Skier zu optimieren. Denn nicht nur Tom, sondern auch Sabrina und Hermann leiden unter einer schmerzenden Achillessehne. Durch das, dass man die schwere Pulka zieht und in der Stellung ist, muss man extrem mit den Unterschenkeln nach vorne gehen. Und das kann ja fast keiner mehr von unserer Mannschaft normalerweise dahin marschieren. Und von dem her probiere ich das jetzt einmal aus. Ich hoffe, dass es natürlich hält. Weil wir sind sehr begrenzt da mit Material, mit dem Werkzeug. Und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Ah, gut. Passt. Nur zwei kleine Platten, die aber viel verändern. Das ist nämlich der Schuh, damit das die ganze Fußhöhe ist. Und nicht immer so eben drauf knallt. Super ist das. Die auch aufgenommen, oder? Während Hermann an den Skiern schraubt, lässt es sich das deutsche Team richtig gut gehen.